Ich sollte ihn an unsere Abmachung erinnern. Okay. Wieder im Feuergebiet angekommen. Eigentlich müssten die Zwerge jetzt für mich arbeiten. Glückwunsch zu deinem Wohlstand, Toter. Ich nehme an, Durf ist nicht länger ein Problem? Ich ließ ihn in die Lava werfen. Er wird nicht lange tot sein, aber der Weg zurück ist weit und schmerzhaft. Da wir gerade von Wegen sprechen. Du versprachst mir, die Reise zu erleichtern, sobald du dein Amt zurück hast. Hab ich das? Das klingt nach meinem alten Ich. Einer schwachen, erbärmlichen Gestalt, allein in einem zerfallenen Heim. Dani, der Tote, Seilspanner und Vorarbeiter von Hels Gießerei, lässt sich nicht durch Versprechen binden. Ab zu den Trollen, nicht auf irgendwelche Tricks rein. Ein Krieger wie du könnte mir nützlich sein. Wow. Wir helfen ihm und er verrät uns. The fuck? Okay, am Ende vom Feuergebiet, hier sind die Zwerge, die wir befreit haben. Hier unten spricht sich alles schnell herum. Oh, nicht alles! Wir haben auf solch ein Zeichen gewartet, den Beweis, dass der Riese bezwungen werden kann! Es freut mich, dass ich euch Hoffnung gab. Nun ergreift euer Schicksal mit beiden Händen. Oh, das werden wir. Dank deines Vorbilds lassen wir uns nie wieder versklaven. Was gebe ich jetzt für einen echten Coke, Mate? So ist er. Lass uns übers Geschäft sprechen. Mal gucken. Wir leben. Voll. Mehr Damage. Schade. Aber ist okay. Die brauchen wir nicht unbedingt. Ich hatte gehofft, die machen jetzt was. Ich kann hinten immer noch nicht in das andere Ding Schlagen rein. Wir zu, solange der Riese geschwächt ist. Ich kann hier hinten immer noch nicht hin. Das ist immer noch zu. Okay, dann gucken wir mal, ob die Brücken jetzt halten. Nee. Hä? Wozu habe ich ihm denn geholfen, den Drachen loszuwerden und seine komischen Steine da geholt? Hä? Wach auf! Die Anordnung der Steine hat ihre Kraft erweckt. Ist es das, was den Trail niederstreckte? Das heißt, wir müssen hier irgendwas machen. Mal schauen, was man hier gucken kann. Okay, ja, hier kommt ein Spezialkampf gegen einen Werwolf und einen Beschwörer. Ja, geh doch da mal ins Licht jetzt. Da ist deine Schwachstelle, Wolf. Okay. Der Wolf hat sowas wie ein Panzer.
Den muss man halt hier wegmachen, indem er ins Licht rennt. Hä? Was tue ich denn getroffen? Dieses Wesen wird von einer Macht beschützt. Ich muss sie irgendwie aufheben. Mach ich doch. Nein! Lass die in Ruhe! Der hat mich so viel Leben gekostet gerade. Also das Ganze war hier an der Seite auf dem Gebiet. Vor dem Drachen halt. Lege deine Verwunderung ab, Reisender! Und hilf mir, Kultisten zu töten! Kann ich? Warte. Wir gehören euch nicht! Warum rennst du denn wieder weg? Ich lasse nicht zu, dass sie dir etwas tun, Systir! Nicht nochmal! Systir wird sich erholen, sobald ich sie vom Einfluss der Mondsteine entferne. Entfernen? Ich dachte, die Steine helfen ihr, dem Zauber zu widerstehen. Nein, sie schwächen uns. Unsere wahre Gestalt ist der Wolf. Ich warte, bis du fort bist. Sie könnte verwirrt sein. Verstehe. Es freut mich, dass Familienbande an so einem Ort bestehen können. Doch werde ich froh sein, ihn endlich hinter mir zu lassen. Nicht alles in diesen Landen ist so verdorben wie der Drache, der daran nagt. Einige hegen Hoffnung für die Wiedergeburt namens Ragnarök. Ich danke dir und verspreche, wenn du schwer verwundet bist, werden wir es wittern und dir zu Hilfe eilen. Oh, das hört sich gut an. Ich weiß nicht, wen du winkst, aber es hört sich ja nochmal nach einem Revive an. Aha. Okay. Ich nehme mal an, nur für das Gebiet. Kann ich denn jetzt hier hin? Das wäre nice zu wissen. Ja, sieht so aus. Nicht so viel Leben. Die Brücken brechen immer noch zusammen. Jetzt habe ich die Map dann auch komplett. Okay, Leute, nochmal Finale. Diesmal mit ein bisschen mehr Leben. Ich war vor 2 Minuten noch voll live. Und auf dem Weg hierher, naja, Hälfte vom Leben verloren. Und das letzte Mal, dass man hier wirklich im letzten Gebiet heilen kann, ist bei diesem ollen Scheiß Gastwirt hier hinten, wo man einen von diesen 3 Kelchen auswählen muss. Ansonsten gibt es hier fucking nochmal keine Heilung auf der ganzen Map, nur diesen ollen Kelch. Die ganzen anderen Maps, Heilung, 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 hier gibt es einmal Heilung. Ich bin. Okay. Dazu sagst. Nicht so beeindruckt, ich sehe schon. Dazu. Besser? Machen wir gleich nochmal. Ich
Erwache, Garm, und kämpfe erneut! Das ist gut. Ist er dreimal meinem Angriff gedodged? Wirf mir doch die Dinger ins Gesicht. Ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke. Langsam sie. Erwache, Garm, und kämpfe erneut! Sie kann Fernangriffe blocken jetzt. So, mein eine Revive ist raus. Die hat den Angriff einfach nicht. Kein Damage bekommen von dem Angriff. Skill abgewehrt, ohne dass sie was gemacht hat. Phase, mal gucken. Komm. Ja, die Verbrennung. Bitte. Da du weißt, wer hier die Macht hat, gib mir meinen Sohn. Ich wusste, dass dieser Plan scheitern musste. Es ist schwer, einem Asen die Erinnerung zu nehmen, ohne beide zu vernichten. Dann hast du mein Gedächtnis verfälscht. Wieso? Wieso vernebelst du meine Gedanken und schwächst meinen Willen? Ach, der Vorgang war kein völliger Misserfolg. Du weißt wirklich nicht mehr, dass dies Baldas Einfall war? Baldas würde mich nie so benutzen. Oh doch, wenn es einem höheren Zweck diente. Es war sein Plan, die Ausführung überließ er mir. Ich musste nur versprechen, dich nicht zu töten. Aber warum solltest du ihm helfen? Was hättest du davon?
Ist es so schwer zu glauben, dass eine, die so viel Tod gesehen hat, vom Licht angezogen wird? Das muss ich aus seinem Mund hören. Das lässt sich einrichten. Balder. Sei gegrüßt, Vater. Willkommen in meinem Heiligtum. Es ist nicht viel, doch wird es bis zum Ende dieser Welt genügen. Hel erzählte mir etwas, das ich nicht glauben wollte. Alles davon ist wahr. Um mein Schicksal zu erfüllen, müssen mich meine Feinde für tot halten. Sie dürfen die Wahrheit nicht erfahren. Nicht einmal von dir. Wer sind diese Feinde? Ich werde sie vom Antlitz der Welt fegen. Dies ist nicht dein Kampf, Vater. Er wird weit über deine letzte Schlacht hinaus andauern. Also wolltest du mich von meinen Erinnerungen erlösen. Aber wenn das nicht geklappt hat... Du musst Munen opfern. Deine Erinnerungen gehen nicht verloren. Ich bewahre sie. Und ich schenke dir einen neuen Raben, Sühnen, um dir zu helfen, nach vorn zu blicken. Es gibt so vieles, das ich sagen will. Wir schätzen die Zeit, die wir haben, nicht, bis sie abläuft. Doch wir haben uns bereits öfter verabschiedet, als du ahnst. Balder, du bist das einzig Reine, das ich in die Welten gesetzt habe. Deshalb brauche ich dich zurück. Als Ausgleich. Ich spüre deine Liebe, Vater. Und sie wird mich wärmen. Doch deine Welt gehört der Dunkelheit. Und ich muss Licht in ein neues Zeitalter bringen. Dann reiße sie mir aus dem Herzen. Brenne sie mir aus dem Schädel. Lass kein Gefühl für dich zurück. Sonst wird das Leben unerträglich. Du wirst es ertragen. Leb wohl, Vater. Okay, durchgespielt, würde ich mal sagen. Der Schwur des Wolfes, das sind die anderen beiden Hells und Totenkönig. Okay, Leichensprengfall. Okay. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft. Ich bin fertig. Die vergessene Sage, es müsste jetzt fertig sein, ne? Was hat dich diesmal besiegt? Ein pickliger Troll? Vater, sprich mit mir. Was ist geschehen? Hast du Balder gefunden? Balder, ja. Ich bin hier, um ihn zu retten. Bist du gekommen, uns zu helfen, mein Sohn? Nein, 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 nein. Ich wollte nicht... Es geht um mehr als um Balder. Sie hat einen Plan. Das sehe ich nun klarer als zuvor. Vater, es gibt etwas, das du wissen solltest. Etwas, das du vormals wusstest. Ich will nichts davon hören. Nicht, wenn es mich von meinem Ziel abbringt. Warte. Ich weiß, was du gleich sagen wirst. Wenn du die Midgard-Schlange im Würgegriff hättest, bereit, ihr den Hals zu brechen... Was brächte dich dazu, loszulassen? Nichts. Nicht einmal der Tod. Also, wirst du zurückkehren. So oft es notwendig ist. Ja, wir sind fertig. Haben alles bekommen. Es kann sein, dass es natürlich noch mehr Sachen gibt. Aber
die Story wäre eigentlich durch, glaube ich. Es gibt noch riesigen Skillbaum von Sachen, die wir nicht benutzt haben. Ja. Müssen wir leben. Dass man mehr Münzen mitnehmen kann und so weiter. Ein paar coole Skills, aber ansonsten nichts weiter, was man unbedingt bräuchte. Vielleicht dieses Schicksalzeug für legendäre Beute immer. Aber ansonsten nette kleine Story. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao, Leute.